Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Websession C3 mit dem Titel Generationen gut führen. Mein Name ist Martina Friedrich, ich bin Mitarbeiterin der BGW am Standort Dresden und ich freue mich, Sie und unseren Referenten, Herrn Friedrich Schneider, in den nächsten anderthalb Stunden moderieren zu begleiten. Zu Beginn kurz noch etwas Organisatorisches. Meine Aufgabe wird heute sein, Ihre Fragen und Anmerkungen aus dem Chat aufzunehmen und direkt an unseren Referenten weiterzuleiten. So kann er sich direkt um die Beantwortung Ihrer Fragen kümmern, ohne den Chatverlauf groß durchlesen zu müssen. Dann habe ich noch eine Bitte. Schalten Sie Ihren Bildschirm auf Vollbildmodus, damit Sie alles gut sehen können. Nach ca. 45 Minuten wird es eine kurze 10-minütige Pause geben, bevor wir dann in den zweiten Teil starten. Wertschätzung, Vertrauen und Respekt. Das sind die drei Grundpfeiler einer guten Führung. Wenn diese drei Grundprinzipien gelebt werden, kann gute Führung immer gelingen. Als Arbeitspsychologe beschäftigt sich Herr Schneider mit diesem Thema schon seit vielen Jahren. Seine Vision ist es, gesundheitsförderliche und alternsgerechte Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter zu schaffen. Wie generationsgerechtes Führen gelingen kann, das erfahren Sie in unserer Websession. Ich begrüße dazu recht herzlich den Wirtschafts- und Organisationspsychologen Herrn Friedrich Fritz Schneider und Geschäftsführer des IGM-Instituts. Herzlich willkommen, lieber Fritz. Wir sind heute beim Du. Bitte. Genau. Vielen Dank, Martina, für diese einführenden Worte. Auch ich möchte euch recht herzlich zu dieser Websession heute begrüßen. Und normalerweise sind wir es ja immer gewohnt, tatsächlich Präsenzworkshops zu veranstalten. Und in diesen Präsenzworkshops findet natürlich immer diese zwischenmenschliche Kommunikation statt. Auch heute in dieser Websession möchten wir gerne eure Fragen und Ideen, so wie es Martina in der Vorankündigung schon gesagt hat, gerne mit einbringen. Also bitte teilt uns wirklich eure Ideen auch zu diesen Themen, die wir besprechen, immer auch mit und eure Gedanken dazu und Fragen dazu, die ihr habt. Und wie es immer so ist bei diesen Workshops, das kennt ihr aus eigener Erfahrung, möchten wir, Martina und ich, natürlich gerne wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Und uns würde interessieren, in welchem beruflichen Umfeld ihr euch tagtäglich bewegt. Und Martina, du, glaube ich, hast dazu auch eine TED-Umfrage vorbereitet. Richtig, genau. Die wollen wir doch gleich mal starten. So, die erste Frage. Ich bin gespannt, also das dauert ein paar Sekunden. Genau, in Präsenzworkshops dauert es auch immer einige Augenblicke, ja, bis wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also gar nicht schlimm. Und ich bin tatsächlich gespannt, wer unser Publikum ist. Wir haben sie aufgeteilt in vier Bereiche, in diese Geschäftsführerebene, in diese Führungskräfteebene, in die Mitarbeiterebene. Was haben wir noch, Martina? Sonstige Mitarbeiter in einer Werkstatt, Einrichtung und andere. Genau. So. Hoffentlich ist überhaupt jemand da. Wir wissen ja, es ja. Nicht. Also, doch. Also, ich habe jetzt die Ergebnisse und wir haben 33% sind Leiter einer Werkstatt oder Einrichtung. 13% sind Führungskräfte einer Werkstatt oder Einrichtung. 20% sind sonstige Mitarbeiter einer Werkstatt und Einrichtung und 33% andere. Okay. Also sehr gemischtes Publikum und ja, wir versuchen natürlich auch für alle Ebenen irgendwo
den Konsens auch herzustellen während dieses Workshops. Martina hat in ihrer Ankündigung auch gesagt, Wertschätzung, Vertrauen und Respekt sind diese Grundpfeiler für generationsgerechte Führung oder für Führung allgemein. Und Führung an sich ist nichts Neues. Vor 1500 Jahren wusste Benedikt von Nursia, das war der Gründer des Benediktinerordens, der wusste vor 1500 Jahren schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Führungsaufgaben und diese generationsgerechte Führung entsprechend auch umzusetzen. Und als er seine Ordensregeln schrieb, dann schrieb er in dieser Regel im Kapitel 64, 19, schrieb er, so halte er, gemeint ist der Abt, oder man könnte auch jetzt in Klammern setzen, die Führungskräfte in allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen und die Schwachen nicht davonlaufen. Und das ist tatsächlich der Punkt. Die Führungskräfte müssen darauf achten, die Stärken und die Schwächen der Mitarbeiter zu kennen und zu wissen, wie man mit diesen Stärken und Schwächen auch umgehen kann. Aber zu den Stärken und Schwächen, da kommen wir später noch, da werden wir noch sehr, sehr ausführlich darauf eingehen. Generationen gut führen, so ist das Thema dieses heutigen Workshops oder dieser heutigen Websession. Und dieses Thema lässt sich eigentlich sehr gut in zwei Bereiche auch aufteilen, nämlich in Generationen und in Führung. Und als erstes möchte ich euch ein bisschen etwas über Generationen erzählen. Wie setzen sich eigentlich diese Generationen in der Arbeitswelt zusammen und wie werden sie bezeichnet? Wir haben hier die Generationen, die Folie ist etwas verwirrend, aber wir kriegen es hin. Also auf der linken Seite sehen wir diese Generationen und Generationen werden eingeteilt in die Babyboomer. Babyboomer, das ist momentan auch sehr, sehr groß im Gespräch, weil gerade diese Babyboomer, das sind die nächsten 5 bis 10 Jahre auch in Rente gehen werden. Also alle, die geboren sind von 1946 bis 1964, das sind die sogenannten Babyboomer. Das war so die erste Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben das Wirtschaftswunder auch miterlebt und gehören, wie gesagt, eben zu diesen geburtenstärksten Jahrgängen. Die Generation X, die folgte nach den Babyboomern, waren so zwischen 65 und 1979 und die wurden in ihrer Kindheit auch stark geprägt durch diese erste Wirtschaftskrise, die es so gab. Viele erinnern sich vielleicht daran auch 1973, diese erste Ölkrise, Wirtschaftskrise. Und sie wurden auch, diese Generation X wurde auch geprägt von einer großen Scheidungsrate. Folgte diese 68er-Bewegung, Studentenbewegung, darauf folgte auch eine sehr große Scheidungsrate, komischerweise. Als nächstes folgt die Generation Y. Von 1980 bis 1993 wurden die geboren und man nennt sie auch diese Generation Y. Und dieses Y kommt tatsächlich aus dem Englischen. Warum? Weil diese Generation sehr viel hinterfragt. Also die nehmen auch Dinge in der Arbeit nicht immer hin, so wie die älteren Generationen, sondern die hinterfragen die Situationen mehr. Dann folgt noch diese Generation Z und Generation Z ab 1994 geboren. Ja, das ist so diese YouTuber-Generation. Also die haben voll miterlebt, diese Digitalisierung in den Alltag voll integriert. Das ist so diese Generation Z.
Eine Generation möchte ich noch ansprechen, aus gutem Grund, aus aktuellem Anlass. Und zwar ist das die Generation Alpha. Die Generation Alpha sind die nach 2012 geboren. Die haben zwar mit der Arbeitswelt im Moment überhaupt nichts zu tun, werden aber gerade auf diese jüngere Führungsgeneration zukommen. Und die Generation Alpha, die wird man sicherlich immer mit Covid-19 in Verbindung bringen. Also so wie wir hier die Babyboomer-Generation und die YouTuber haben, wird die Generation Alpha in Zukunft die Corona-Generation auch sein. Ja, nächste interessante Frage, Martina, wäre, welche Generationen oder welche Generation hören uns jetzt eigentlich zu? Welche von diesen vier Generationen sitzen vor den Bildschirmen und horchen uns zu? Können wir das abfragen? So, dann machen wir gleich nochmal eine Umfrage. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch alle mit abstimmen. Und die Umfrage läuft. Also ich persönlich, ich gehöre ja zu dieser Babyboomer-Generation. Ich bin knapp vor 64 geboren, nämlich 62. Ja, und diese Babyboomer-Generation fällt natürlich jetzt auch rein in dieses Rentenalter langsam. Also das sind die Leute, die langsam in Rente gehen werden. Und die nehmen auch, und darauf müsst ihr bitte auch achten draußen als Führungskräfte, die nehmen auch sehr viel Wissen mit. Die gehen nicht nur als Person in Rente, sondern die nehmen das Wissen mit. Ich habe jetzt auch schon eine Frage zwischendurch. Wollen wir die gleich mal beantworten? Gerne. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit von einer Teilnehmerin. Sie fragt, und welche Anforderungen vermuten Sie von der Generation Alpha? Welche Anforderungen? Anforderungen dahingehend, dass mit Sicherheit sehr viel noch mehr digitalisiert wird. Wir haben es ja erlebt, auch gerade in den letzten 1,5 Jahren wurde plötzlich die Digitalisierung vorangetrieben. Jeder hat plötzlich Recht auf schnelles Internet. Jeder muss sich irgendwie online weiterbilden, gerade in der Schule. Es fand ja kein Präsenzunterricht mehr statt, sondern dieser Online-Unterricht. Ja, und das wird man mit Sicherheit auch fordern von dieser Generation Alpha. Wir wissen noch nicht, wie sich dieses Corona tatsächlich auch auf die Psyche dieser Generation Alpha auswirken wird. Hier gibt es leider noch keine Studien darüber. Es gibt zwar anfängliche Studien, aber die können mit Sicherheit noch nicht aussagekräftig genug sein. So, Fritz, wir haben die Umfrageergebnisse. Okay. Ich lese mal vor. Also 16% gehören der Babyboomer-Generation an, 42% der Generation X, also 65 bis 1979 Geborenen. Okay. Und gleich viel ist es die Generation Y, also 1980 bis 1993 Geborenen, Gleichstand. Ab Generation Z haben wir gar niemanden da. Okay. Ja. Okay, ich verschicke das mal an Sie. So. Ja gut, also man sieht schon auch aus dieser kleinen TED-Umfrage raus, es sind tatsächlich nicht mehr so viele Babyboomer aktiv, vielleicht sind doch schon sehr, sehr viele auch in den Vorruhestand gegangen. Aber egal wie, wir freuen uns über jede Generation, die hier anwesend ist. Und wir machen jetzt einfach mal weiter mit dieser, die Generationen an sich. Wir werden noch näher darauf eingehen, aber auch so dieses Thema Führen. Führen ist ja heute nicht mehr so, dass der Chef sich vorne hinstellt und irgendeine Ansage macht
und das wird erledigt. Das ist nicht mehr so. Führungskräfte müssen heute ganz, ganz verschiedene Rollen ausführen. Und ich habe euch hier mal ein paar Rollen, die man als Führungskraft auszuführen hat, aufgezeigt. Das beginnt mit Coach und Mentor. Und gerade in diesem inklusiven Bereich, wo man viel mit Menschen mit Behinderungen auch zu tun hat, glaube ich, ist dieser Teilbereich mit Coaching und Mentoring ein sehr wichtiger Bereich. Und der nächste Punkt, Motivator. Und ich glaube, das ist auch in diesem Bereich sehr wichtig, als Führungskraft immer Motivator zu sein. Gesundheitsmanager müsst ihr auch sein heutzutage. Das ist ein wichtiger Punkt. Gesundheitsmanagement spielt in allen Betrieben, auch in Einrichtungen, in Werkstätten, eine große, entscheidende Rolle auch. Martina, ihr im Betrieb werdet wahrscheinlich auch Gesundheitsmanagement haben. Ja, ganz wichtiges Thema natürlich bei der WGW. Mhm. Da bin ich auch persönlich sehr dankbar und nutze dann auch die Angebote, die uns geboten werden. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich etwas eingeschränkt, aber so in der Form habe ich das vorher noch nie erlebt und ich komme aus der freien Wirtschaft. Also da tut die BGW ganz viel für ihre Mitarbeiter. Ja, alles. Und dieses Gesundheitsmanagement, das spielt wirklich eine sehr große Rolle heute. Und ich kann mir vorstellen, auch im Bereich der Werkstätten muss dieses Gesundheitsmanagement einen sehr wichtigen Punkt einnehmen. Also ihr Führungskräfte seid als Gesundheitsmanager schon auch gefragt. Lernbegleiter, ein sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach in Einrichtungen, in Werkstätten. Ihr müsst immer eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend auch beim Lernen begleiten. Vorbild ist eines der wichtigsten Funktionen für Führungskräfte. Auf dieses Thema Vorbild, da kommen wir aber auch noch extra zu sprechen. Konfliktmanagement, auch ein sehr wichtiger Punkt. Überall, wo Menschen miteinander arbeiten, entstehen auch Konflikte. Und diese Konflikte müssen natürlich entsprechend auch relativ schnell angegangen werden von Seiten der Führungskräfte, damit diese Konflikte nicht hochkochen und eventuell sogar bis zum Mobbing sich steigern können. Also Konfliktmanagement für Führungskräfte spielt eine sehr große Rolle. Diversity Management, ein wichtiger Punkt auch in der neueren Zeit. Diversity ist auch so ein Punkt, der vielfach auf Führungskräfte auch zukommen wird, immer mehr zukommen wird, immer mehr Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Mittlerweile jeder vierte hat Migrationshintergrund in Deutschland. Schon eine Menge. Oh, ganze Menge, ja. Ich auch. Ich komme aus Niederbayern. Habe auch Migrationshintergrund. Nein, Spaß beiseite. Also dieses Diversity Management spielt tatsächlich eine sehr große Rolle für Führungskräfte, weil Menschen mit Migrationshintergrund andere kulturelle Voraussetzungen vielleicht mitbringen und dementsprechend auch anders geführt werden möchten. Alternsexperte müssen Sie auch sein als Führungskraft. Wir haben ja gesehen auf der linken Seite, es gibt unterschiedliche Generationen und genau darum geht es eben auch heute, dieses alternsgerechte und Generationen führen. Das ist so dieses Hauptthema. Gut, jetzt wissen wir, welche Generationen es gibt, welche Führungsaufgaben Führungskräfte heute ausüben müssen. Zu dem Thema Führen, fällt dir dazu noch etwas ein, irgendein Punkt, den du noch hervorheben möchtest? Nein, ich bin ja in der Rolle des Mitarbeiters und für mich ist auch ganz wichtig ein respektvoller Umgang und dass man mir auch so ein bisschen Freiheiten und Entscheidungsfreiheiten gibt. Mhm. Das ist ganz wichtig, ne? Dieses Vertrauen und
ja, eben dieses Verantwortungsbewusstsein, dass man auch sich ernst genommen fühlt. Aber ich denke, das spielt ja überall auch schon so ein bisschen mit rein. Und mir ist es auch wichtig, und das steht ja auch schon, das hast du ja dort schon erwähnt, Konfliktmanager. Also wenn es auch Konflikte innerhalb der Kollegen gibt, dass meine Führungskraft dann auch in der Lage ist, das entsprechend da einzugreifen und nicht zu sagen, ich überlasse das mal euch jetzt hier, das Spielfeld. Also sicherlich auf eine bestimmte Art und Weise, da bin ich jetzt überfragt. Aber solche Sachen sind mir eben sehr wichtig auch. Ne? Richtig. Ein positives Betriebsklima, das ist ja eben für ein positives Betriebsklima da steht. Und gerade auch in der Behindertenhilfe oder in Werkstätten, glaube ich, ist dieses Thema Konfliktmanagement vielleicht sogar noch ein stärkeres Thema als in der freien Wirtschaft, weil hier Konflikte tatsächlich vielleicht anders ausgetragen werden. Diese Frage können wir vielleicht auch weitergeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht könnt ihr im Chat einmal reinschreiben, wie ihr Konflikte in eurer täglichen Arbeit so erlebt. Wenn wir dazu Ideen von euch bekommen und Fragen, dann werden wir die gerne aufnehmen. In der Zwischenzeit möchte ich euch ein bisschen was zur Vorbereitung für diesen heutigen Tag erzählen. Als ich mich vorbereitet habe für heute, habe ich mir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wo sind denn so die großen Unterschiede zwischen Führung von Menschen mit Handicap und Menschen ohne Handicap? Und die zweite Frage, die habe ich mir eigentlich fast gar nicht stellen getraut. Aber zwischenzeitlich wurde diese zweite Frage tatsächlich durchs Fernsehen beantwortet. Da soll man einer sagen, Fernsehen bildet nicht. Ich weiß nicht, vielleicht du auch, Martina, kennt jemand von euch diese aktuelle Werbung von Aktion Sorgenkind? Und in dieser Werbung von Aktion Sorgenkind heißt es, Menschen haben keine Behinderung, nur Orte. In diesem Werbespot sieht man dann Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die eine Treppe am Bahnhof runter möchten. Also und der Moderator sagt dann tatsächlich, oder diese Off-Stimme sagt dann, Menschen haben keine Behinderung, nur Orte. Und meine zweite Frage, jetzt komme ich zurück auf meine zweite Frage, die war, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem glaube ich sehr, sehr passend, gibt es überhaupt Menschen ohne Handicap? Gibt es Menschen ohne Handicap? Also erstmal, ich kenne diese Werbung nicht, aber ich glaube, jeder von uns hat ja, also was ist ein Handicap? Ist schon eine Brille ein Handicap? Ja, genau. Jeder hat doch irgendwo so seine Macke. Das stimmt, ja. Ja. Kennt jemand von euch diese Werbung? Und wenn ja, was haltet ihr von dieser Werbung? Würde uns interessieren. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne dazu etwas im Chat auch schreiben. Zur weiteren Vorbereitung war ich tatsächlich dann auch in einer Behindertenwerkstatt, habe mir das mal einen Tag lang angeschaut, wie so die Abläufe sind in Behindertenwerkstätten, wie Führungsaufgaben dort auch erledigt werden. Und die Hauptkenntnis, die ich daraus gezogen habe, an diesem einen Tag oder auch später dann für mich in der Vorbereitung, diese Haupterkenntnis war tatsächlich, Menschen mit und ohne Handicap lassen sich in keine Schublade stecken. Das funktioniert nicht. Und da sich diese Menschen oder Menschen allgemein nicht in Schubladen stecken lassen, möchte ich auch darauf verzichten, während meines Vortrages hier oder während dieses Workshops auch diese Generationen in so Geburtenjahre einzugrenzen oder zu gliedern. Für mich gibt es in der Arbeitswelt
immer drei Generationen. Es gibt die jüngere Generation, die mittlere Mitarbeitergeneration und die ältere Generation. Und jede Generation hat seine eigenen Merkmale. Und diese Merkmale gehen auch ineinander über. Also so ein konkretes, altersgerechtes oder generationsgerechtes Führen tatsächlich innerhalb der Generationen abzugrenzen, das gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Martina, du hast auch jüngere, ältere Kollegen wahrscheinlich. Werden die anders geführt? Nee. Kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Mhm, genau. Aber ich erlebe eine respektvolle Führung und aber einen Unterschied kann ich da jetzt nicht festmachen. Genau. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder so in seinen Stärken gefördert wird, ne? Genau. Und man entsprechend auch eingesetzt wird. Dass man die Stärken erkennt und entsprechend auch eingesetzt wird. Aber ich habe hier verschiedene Fragen. Okay, super. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Mhm. Ja, weil wir haben ja gesagt, dass wir dann auch, dass wir von so einem Austausch leben. Mhm. So, ich habe jetzt von einer Teilnehmerin eine Anmerkung. Ich lese es mal vor. Mhm. Konflikte sind oftmals emotionsgeladen und gerade auch über und auch durch die verschiedenen Generationen geprägt, durch verschiedene Haltungen. Als Führungskraft oftmals schwierig, Konflikte eines Teams dann lösungsorientiert in Klärung zu bringen. Ja, kann ich die Teilnehmerin voll und ganz verstehen, weil gerade aus diesen verschiedenen Generationen, wir kommen da noch darauf zu sprechen, weil jede Generation und jedes Alter tatsächlich seine eigenen Meinungen sich gebildet haben. Und diese Konflikte hier auch zu lösen, das ist für Führungskräfte nicht immer einfach. Tipp aus der Praxis raus, versucht wirklich so schnell als möglich in diese Konflikte einzugreifen. Also lasst die gar nicht erst hochkommen und versucht auch diese Konfliktparteien mit Gesprächen an den Tisch zu bekommen, weil je länger man wartet und je länger so ein Konflikt auch schwillt, irgendwann wissen die Beteiligten überhaupt nicht mehr, um was es geht. Das ist sehr oft auch zu beobachten in der Praxis, wenn man versucht, auch im Mentoring und im Coaching solche Konflikte zu lösen. Die meisten, wenn das schon ältere Konflikte sind, wissen gar nicht mehr, wo die herkommen. Also versucht wirklich als Führungskräfte sofort auf diese Konflikte auch einzugehen. Je eher, umso besser. Jetzt kam noch eine Anmerkung zu diesem Werbespot, den du vorhin angesprochen hast. Da schreibt eine Teilnehmerin, Aktion Mensch, ich denke, es bedeutet, dass das Umfeld behindert und nicht die eigenen Voraussetzungen. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, auch wenn man diesen Werbespot und ich habe ja Kinder, aber die Kinder sind ja schon erwachsen und früher durften meine Kinder auch nicht so viel Fernsehen. Wenn ich die Erfahrung als junger Mensch schon gehabt hätte, dürften meine Kinder heute Fernsehen, aber nur Werbefernsehen anschauen. Es gibt wirklich mittlerweile sehr, sehr gute und gehaltvolle Werbespots und daraus kann man sehr viel ableiten. Und ich finde den Werbespot von Aktion Mensch tatsächlich einen der besten, den es seit Jahren gegeben hat. Und okay, den muss ich mir mal anschauen. Ja, genau. YouTube findet ja, man. Ja, den google ich dann heute. Kann man den anschauen. Und die Teilnehmerin hat da vollends recht. Also ich kann ihr da nur recht geben. Es ist tatsächlich diese Umgebung, die Leute behindert. Einfaches Beispiel aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. In Straubing gibt es einen Bahnhof, der wird seit 20 Jahren behindertengerecht umgebaut. Bis heute hat man es nicht geschafft. Da zum Thema Umwelt. Ja. Okay.
Ich habe noch eine Frage oder Anmerkung, besser gesagt. Konflikte in diesem Bereich kann man nur lösen, wenn man verstehen will, statt zu dirigieren und manipulieren. Was sagst du dazu? Ja, als Führungskraft muss man natürlich immer die Leute dahin bringen, wo man sie hinhaben will, das ist schon richtig. Aber ja, manipulieren ist natürlich, ja, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, dieses Wort manipulieren. Steuern wäre vielleicht der bessere Ausdruck dazu. Aber im Prinzip ist es schon richtig auch. Aber was mir auch auffällt, Martina, wir haben sehr viele Teilnehmerinnen, zumindest die schreiben. Die Frauen sind eindeutig hier die fleißigeren Schreiber. Ja, genau. Also, ihr Männer, ihr könnt jetzt auch in die Tasten eure Fragen schreiben. Ich habe auch noch was. Wollen wir noch eine? Ja, gerne. Ja, wenn das in deinen Zeitplan passt. Gerne. Wieder eine Teilnehmerin. Ich habe den Eindruck, dass auch die Bewertung eines Konfliktes je nach Generation unterschiedlich ist. Die Jüngeren treten damit schneller an mich als Führungskraft heran und bitten um Klärung als die Älteren, die sich genauer überlegen, wie sehr sie das Problem stört oder die Kollegen auch erstmal selber darauf ansprechen. Auch interessant. Sehr interessant. Ja. Und ich glaube, diese Anmerkung oder Frage oder diese Aussage, die dahinter steht, das lässt sich tatsächlich jetzt so die nächsten paar Minuten auch beantworten. Gehen wir einfach mal rein in dieses Thema. Wer sind denn eigentlich so diese Mitarbeitergenerationen? Wer sind die Jüngeren, wer sind die Mittleren, wer sind die älteren Mitarbeitergenerationen? Was unterscheidet die eigentlich voneinander? Und die Vertreter dieser drei Mitarbeitergenerationen befinden sich natürlich auch in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und das ist so der Punkt, den auch die Schreiberin hier angesprochen hat. Manchmal ist es schwieriger, mit Älteren zu sprechen, manchmal ist es schwieriger, mit Jüngeren zu sprechen. Die einzelnen Generationen sind in verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Umgebungen auch aufgewachsen und haben vielfach auch unterschiedliche Leitthemen. Und das macht es natürlich auch schwierig für euch Führungskräfte da draußen, immer die Situationen entsprechend auch zu meistern und zu regeln. Und was natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch bei diesen unterschiedlichen Generationen, das sind diese sogenannten Stereotype, also diese vorgefertigten Meinungen. Man hat von Älteren, man hat von Jüngeren, man hat von mittleren Generationen, man hat von Menschen mit Behinderungen, man hat von ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer irgendwo eine vorgefertigte Meinung, so im Hinterkopf, dieses berühmte Schubladendenken. Und zwei Generationen möchte ich hier mal rausnehmen, und zwar diese jüngere Generation und die ältere Generation. Die mittlere Generation, da gibt es eigentlich weniger dieses Schubladendenken oder diese Stereotype, aber hauptsächlich diese jüngere und ältere Generation, und die werden auch von der Wissenschaft relativ gut durchleuchtet. Und ich weiß nicht, wie genau man das jetzt draußen auch lesen kann an den Bildschirmen. Es ist relativ viel Text. Wenn jemand diese Präsentation haben möchte, Martina, du gibst mit Sicherheit auch noch diesen Hinweis. Ja, genau. Ich würde dann am Schluss, wer Interesse hat, ich sage dann auch nochmal die E-Mail-Adresse an, wer Interesse hat, kann sich dann direkt im Anschluss an den Herrn Schneider wenden und die Präsentation anfordern. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Genau. Also falls ihr jetzt das nicht alle lesen könnt an euren Laptops, an euren Tablets, wo ihr davor sitzt, wir werden es kurz besprechen, weil es auch zu dieser Anmerkung, zu dieser letzten Anmerkung ganz gut dazu passt.
Ältere Mitarbeiter werden in Verbindung gebracht mit schwächeren Gedächtnisleistungen beispielsweise. Koordination lässt nach, können oft diese geforderten Geschwindigkeiten in der Arbeitswelt nicht mehr einhalten. Also wie gesagt, alles so stereotype Aussagen oder vorgefertigte Meinungen zeigen oft weniger Interesse daran, etwas Neues auch zu lernen, also etwas von diesen jüngeren Generationen anzunehmen. Ein Punkt, der immer wieder fällt, auch bei Führungskräften teilweise und auch bei Leitungen, dass ältere Mitarbeiter tatsächlich gesundheitlich öfter fehlen, also aus gesundheitlichen Problemen. Aber das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dem ist nicht so. Also ältere Mitarbeiter sind keineswegs öfter krank als die Jüngeren. Nur wenn die Älteren krank sind, dann sind sie länger krank. Und deswegen meint man tatsächlich, dass die anfälliger sind. Das stimmt aber nicht. Ja, und dann gibt es noch ein paar so Stereotypen, kosten mehr als jüngere Mitarbeiter, klar, weil sie länger auch schon arbeiten und in der Arbeitswelt sind. Das sind ein paar so Stereotypen, die ältere Generation betrifft. Und bei der jüngeren Generation, da hat man auch in der Forschung nicht ganz so viel Erfahrung, weil die jüngere Generation nicht so sehr erforscht wird als die ältere, hat was mit diesem demografischen Wandel zu tun, der übrigens im nächsten Jahr 50 Jahre alt wird, der demografische Wandel. Toll. Ja, super. Seit 50 Jahren sprechen wir über demografischen Wandel und keinem ist aufgefallen, dass wir keine Nachwuchskräfte mehr haben. Okay. Jüngere Mitarbeiter besitzen wenig Erfahrung. Auch das sind so Stereotypen oder so Schubladen. Denken wenig erfahren, wissen, haben viel Theorie mitbekommen aus den Schulen meinetwegen und wenig Praxiserfahrung. Klar, wo sollen sie die auch herhaben? Diese Entscheidungen, die sie treffen, die Jüngeren, sind weniger fundiert. Dieses pragmatische Denken fehlt teilweise oder verstehen auch diese komplexen Zusammenhänge in der Arbeitswelt noch nicht ganz so. Also das sind so vorgefertigte Meinungen. Ungeduldig. Junge Menschen sind eher ungeduldig oder ungeduldiger als Ältere, das ist richtig, und sind leichter aus der Ruhe zu bringen. Und hier haben wir dann diesen Punkt auch wieder, den diese Schreiberin auch angesprochen hat. Vielleicht ist tatsächlich auch gerade aus diesen Punkten, wo Konflikte entstehen können zwischen Jung und Alt. Und ihr als Führungskräfte müsst da natürlich darauf einwirken. Ich habe dazu auch eine Anmerkung, Fritz. Mhm. Kann ich kurz gerne vorlesen? Ne? Gerne. Mhm. Also, ein männlicher Teilnehmer schreibt, ich habe festgestellt, dass je jünger das Personal ist, desto größer ist der Widerstand, um Anweisungen, Entscheidungen umzusetzen bzw. zu akzeptieren. Die Älteren, Generation X im Team, machen und setzen um, um dann später die Meinung mitzuteilen. Bei den Jüngeren wird leider oft direkt erklärt, warum es nicht klappen wird. Genau. Die Erfahrung ist allgemeingültig. Es ist tatsächlich so, das erleben wir auch in der Praxis sehr oft, dass die ältere Generation mehr diese Anweisungen ausführt, ohne sie zu hinterfragen. Und wenn ihr euch erinnert am Anfang, diese Generation X oder Generation Y, die hinterfragen tatsächlich mehr diese Dinge, die gemacht werden sollen. Einerseits ganz gut, weil man nicht immer alles hinnimmt, was so von den Führungskräften angeordnet wird. Aber diese ältere Generation, also ich zum Beispiel, wir sind so erzogen worden, dass wir nenn's mal einfach Befehle unserer Führungskräfte ohne Widerworte auch ausgeübt haben. Also mein Chef, gerade in meiner Lehrzeit, ich habe irgendwann vor 100 Jahren oder so
Kaufmann im großen Außenhandel gelernt. Ich habe aber nichts Kaufmännisches mitbekommen. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Hallen gefegt. Und da gab es eben keine Widerworte. Wir sind so erzogen worden. Und die Älteren setzen tatsächlich dieses Gewünschte und Gesagte von den Führungskräften viel, viel mehr um. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, tatsächlich, können wir vielleicht auch, Martina, in einer TED-Abfrage wieder machen, welche von diesen Stereotypen oder seid ihr im Laufe eures Berufslebens mit solchen Stereotypen auch schon mal konfrontiert worden? Martina, dann starte ich jetzt mal die Umfrage. Eine TED-Umfrage vorbereitet. Also ich finde ja auch so, wenn man so ein besseres Verständnis füreinander hat, wenn es verschiedene Generationen, dann kann man auch unheimlich voneinander profitieren. Von den Erfahrungen der Älteren, von der Energie der Jüngeren. Und wenn das miteinander, dann ganz wichtig ist auch so ein besseres Verständnis füreinander. Richtig. Aber das ist eben genau diese Kunst der Führungskräfte. Ja. Das so umzusetzen und das in den Alltag rüberzubringen, dass alle Generationen wichtig sind in der Arbeitswelt. Und ich glaube, gerade auch in diesen Einrichtungen und Behindertenwerkstätten, da kann jeder sehr viel voneinander lernen. Das ganz wichtig, denke ich auch, ne? Genau. So, und jetzt haben wir auch gleich die Ergebnisse. So, ich lese mal vor. Aha. Das ist so eine kleine Schrift. 36% haben gewotet für Mitarbeiter ist zu jung, um Führungsaufgaben wahrzunehmen. Okay. 29% er hat wenig Erfahrung und Wissen, viel Theorie, wenig Praxis. Und nochmal gleichzeitig 29%. Ältere können mit der geforderten Geschwindigkeit nicht mithalten und 7% wurden Ältere haben mehr Gesundheitsprobleme und sind öfter krank. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Genau, aber sehr positiv auch bei dieser Umfrage, dass tatsächlich 7%, glaube ich, hast du gesagt, der Meinung sind oder konfrontiert wurden mit diesem Thema, Ältere sind öfter krank. Ja. Das scheint dann tatsächlich endlich aus den Köpfen zu verschwinden. Das ist sehr gut. Was immer noch sehr in den Köpfen drin ist, dass Jüngere keine Führungsaufgaben übernehmen können. Also davon bin ich auch ganz, ganz weit entfernt. Ich bin der Meinung, dass Jüngere sehr wohl Führungsaufgaben übernehmen können, sogar sehr gut Führungsaufgaben übernehmen können. Und es macht es aber schwierig. Ich kenne es aus der Praxis, ich kenne viele junge Führungskräfte und diese jungen Führungskräfte werden aber zum Teil von den älteren Mitarbeitern nicht akzeptiert. Und das, glaube ich, macht es schwierig, auch für diese Führungskräfte. Und auch hier können dann entsprechend auch wieder Konflikte entstehen. Ja, gut. Wunderbar. Von der Zeit her, glaube ich, sind wir gut dabei, um jetzt vielleicht in die Pause zu starten. In die Pause zu starten, genau. In 10 Minuten sehen wir uns wieder an gewohnter Stelle. Wir freuen uns. Bis gleich. Bis dahin.